Und hiermit herzlich willkommen beim Tuxer. Ja, in dem Video ganz kurz gezeigt, wie man OpenLara mit einem Linux-Paket installiert. Das ist sogar wesentlich einfacher als wie mit Wine, habe ich hinterher festgestellt. So, wir geben wieder ein, OpenLara, in einem Browser eurer Wahl. Gehen dann auf xproja.info. Dann klicken wir hier unten auf GitHub. Dann können wir es hier wieder schließen. So, und auf GitHub gibt es hier diesen Reiter Release. Da klicken wir einmal drauf. Dann gibt es hier ganz verschiedene ZIP-Dateien, wo wir benötigen den Linux-ZIP. Ja, welches davon ist der Linux-ZIP? Da muss ich erstmal ein bisschen tüfteln. Und zwar nix. Nix ist nix. Den laden wir runter. Das geht relativ schnell. Ja, dann können wir hier wieder rausgehen, öffnen einen Dateibrowser, gehen in Downloads, rechte Maustaste, hier entpacken, dann Downloads OpenLara Nix und hier haben wir zwei Dateien. Die beiden kopieren wir, beziehungsweise erstmal lesen wir die README, weil hier ist nämlich genau die Anleitung, wie wir vorgehen. Step 1, create an empty folder. Genau, and copy original PSX-Dateien in diesen Folder. Das machen wir jetzt. Dazu gehe ich immer auf Home, kriege einen neuen Ordner. Nehmen wir ihn mal OpenLara 1. Erstellen. So, am besten ich öffne mal zwei Fensterchen. Rechts kommen meine OpenLara-Dateien rein und links gehe ich erstmal auf Downloads und lese mir nochmal durch, wie das Ganze so funktioniert. README. Was steht hier geschrieben? Hier ist für Android X, hier ist für Steam, haben wir nicht. For Advanced Users. Copy Level Files and Title Files mit dieser Endung in your folder level 1. Gut. Kein Problem. Wir sind bei OpenLara drin. Kreieren wir einen neuen Ordner. Nennen ihn Level war das, ne? Und noch ein Ordner 1. Und hier müssen alle Originaldateien rein. Von der CD. Meine CD habe ich jetzt hier schon mal überspielt. Die befindet sich hier in Tomb 1. So sieht dann die Original Windows CD aus. Wir benötigen eigentlich nur alles, was in Data ist. String A, String Copy. Das kommt in Level 1 rein. Einfügen. So, was müssen wir noch machen? Was haben wir gemacht? Also alle Dateien mit dieser Endung, die müssen in Your Folder Level 1 haben wir gemacht. Audio Files mit dem Namen Track, die müssen auch nach Audio 1. Gut, das heißt, Audio 1 haben wir noch nicht. Dann müssen wir schnell einen Ordner kreieren. Audio. Und noch ein Ordner 1. Und hier kommen alle unsere Audiodateien rein. Die habe ich jetzt hier. Habe ich mir gerippt von meiner Original-CD. Kann man ja machen. Aber ich glaube, da fehlen welche, sehe ich gerade. Gut, die kopieren wir hinein. Als nächstes copy OpenLara and run it. Okay. OpenLara haben wir unter Downloads, ja, das ist jetzt hier XFCE, ich bin hier so ein bisschen verwirrt. So, das kopieren wir uns hier rein and run it. Erstmal aus, mal gucken, ob es schon ausführbar ist. Ja, ist ausführbar. Oh, hier fehlt was. Hier fehlt ein Titelbild, das gefällt mir nicht. Also irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Lesen wir nochmal hier oben. Create an empty folder haben wir gemacht. Vor Original PCs.
Copy Data from CD into Folder. Copy Data. Copy Data. Gucken wir uns das nochmal an. Copy Data. Ach, bestimmt muss man den Data-Ordner auch hineinkopieren. Machen wir einfach mal so. Ja, jetzt funktioniert's. Jetzt können wir OpenLara wie gehabt starten. Ja, starten wir mal Open. Starten wir mal Lara. Ja, sieht doch gut aus. Oh, passiert da nichts? Ach Gott. Jetzt sehe ich hier gerade, hier sind ein paar Tasten vertauscht. Die Taste stimmt. Ja, die Taste nicht. Das wäre eigentlich Waffe ziehen. Ja, das geht, das geht. Das geht. Die Guck-Taste geht. Schleichen geht. Okay. Dann würde ich sagen, kalibrieren wir erstmal den Joystick. Wie das geht, werdet ihr jetzt gleich sehen. Wie ihr gerade gesehen habt, stimmt die Tastenkombination nicht bei OpenLara. Das wollen wir jetzt ändern. Und dazu brauchen wir ein bestimmtes Paket. Jetzt weiß ich noch nicht mal so genau, wie es heißt. So, dazu geben wir mal ein sudo apt, wollt ihr richtig schreiben, minus get install qstest. Ich meine, so hieß das Paket. Gucken, was passiert. Ah, QS-Test war nicht richtig. Ah, minus GTK. Genau, das war nämlich eine grafische Anwendung. Die brauchen wir dazu. Dann können wir den PS4-Controller ohne Probleme konfigurieren. So, mit XFCE bin ich noch nicht so vertraut. Wie ist das Programm? JS, JS-Test, GTK. Genau. Das sieht schon mal sehr gut aus. Der Controller wird sofort erkannt. Sony Wireless sogar. Genau, und dann klicken wir hier nur drauf. Genau, sobald wir jetzt irgendeine Taste betätigen, dann kann man sofort kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Dann gehen wir auf Mapping. Und zwar müssen wir jetzt die Taste 2 unter die Taste 3 legen. Ja, und das war's. Dann können wir OpenLara auch wieder starten. Wo haben wir unsere OpenLara? Doppelklick. Alt-Enter. Spiel starten. Jetzt machen wir einen neuen Versuch. Vorwärts geht, rückwärts geht, links geht, nach rechts geht, springen geht. Waffe ziehen, genau die Taste, die habe ich nämlich jetzt vertauscht bzw. in die Originaleinstellung gebracht. Ja, herrlich. So gefällt mir das. Ja, und der Vorteil ist jetzt natürlich, wenn man OpenLara so installiert mit dem Linux-Build, dann hat man eine etwas bessere Grafik, als wenn man über Wine unterwegs ist.